Südklang TV aus Liebe zur Volksmusik. Servus, meine liebe Südklang- und Harmonika-Freunde. Sie finden mich heute in wunderschöner Lonistadt in Tschechien, und zwar nur 40 Kilometer westlicher von Prag. Und zwar, ich befinde mich bei der Firma Harmonikas, oder noch anders gesagt, bei der Familie Titelbach. Warum? Wisst ihr, in der jeder steirische Harmonika, da müssen drin Stimmplatten sein. Und die beste Stimmplatten für Südklang Harmonika und auch für viele andere Harmonika-Marken kommen aus diesem Werk, Loni in Tschechien. Und ich würde euch jetzt durch die ganze Werkstatt durchführen. Ganz interessante Geschichte. Da müsst ihr mit mir gehen und einfach nur genießen, wie die Stimmplatten und die Bälke gebaut sind. Wir befinden uns in der ersten Abteilung, wo bei den Stimmplatten einfach alles losgeht. Und zwar können Sie sich vorstellen, dass so aus einem Stück am Schluss die Stimmplatten rauskommen. Wie machen die das? Das haben Sie jetzt schon bei dem Video gesehen. Die schneiden das ganz präzise, haben Sie gesehen, mit der Rosin. Und zwar, jetzt kann ich Ihnen zeigen, am Schluss schaut es so aus. Bei der Skan-Seite freilich, die müssen das noch extra schneiden. Und Bass-Seite schaut zuerst so aus. Und am Schluss kommt da ein Loch, genau da, wo die Zunge reinkommt. Das ist besser am Rot hier, weißt du? Auf alle Fälle ist sehr interessant, das zu sehen, wie die quasi Rahmen für die Stimmplatten machen. So aus einer Aluminiumsäule kommt am Schluss raus so eine kleine Stimmplatte. Und das habt ihr im Video jetzt auch gesehen. Und das Rest, was da bleibt, ist wie eine Leiter. Eigentlich von so einer Säule ist schon für eine ganze Reihe fast Stimmplatten. Aber wenn die nur einkörig sind und nicht dreikörig. Und so entstehen die Zungen. Wir zeigen jetzt, wie die ganz kleinen Zungen entstehen. Das ist eine ganz besondere Maschine, uralt, aber da kommen die besten Zungen raus. Und die Zungen sind aus echtem Stahl. Jetzt zeigen wir unseren Mitarbeitern, wie das geht. Bitte, start. Eine ganz spezielle Arbeit, wie die Zungen geschliffen sind. Das ist der Schleif für zum Beispiel ganz spezielle Harmonikas, wie der Schweizer Örgele ist. Ganz interessante Arbeit. Es ist momentan eingestellt auf GIS 4 und so wird geschliffen und dann ist der GIS 4, klingt im GIS 4 und die müssen immer wieder jeden Ton sofort prüfen, da auf der Stimme. Wichtig ist auch Endkontrolle, denn jede Zunge wird überprüft. Das bedeutet, wie oft mal kann der biegen, wie weit kann der biegen oder wenn die Qualität von der Stahl passt und das schaut so aus, schauen Sie das an. Ja. Und das ist jetzt diese Kurve, wo die zeigt, wie hart die Zunge ist und es passt. It's okay? Moment. Ja. Ja, das ist okay. Passt.
Titel machst du in Platten. Top. So schaut es aus, wenn die Zunge drauf auf die Rahmen montiert ist. Entweder geht es mechanisch auf alle Fälle und da haben Sie gesehen, auch es geht auch handmäßig und das sagen wir Amano. Es gibt mehrere Stimmplattenqualitäten und diese Amano ist alles mit der Hand gemacht und das haben Sie im Video auch gesehen, wie präzise das ist und sein muss, dass der dann am Schluss der Harmonika klingt, wie es klingt. Super. Auch die Montage von die Bässe ist ganz interessant. Die sind nicht mit dem Nick drauf gedrückt, sondern geschraubt. Und das ist ganz interessant zu sehen. Bitte. Perfekt. Bevor der Zunge drauf kommt, ist wichtig, dass der Anagel reinkommt. Und für das haben wir eine spezielle Maschine. Das kann auch ich machen, schauen Sie. Jetzt umgekehrt. Und auf diese Nagel, hier oben, kommt jetzt die Zunge. Und eigentlich könnte ich das auch machen. Oder doch nicht. Lieber spielen. Ganz wichtiger Teil von den Stimmplatten, wenn die schon zusammengebaut sind, ist wichtig, dass die vorgestimmt sind. Das bedeutet, wir geben da rein in die Maschine eine Zunge und der Schleif ist auf genau eingestellte Ton. Zum Beispiel in dem Fall haben wir gerade CIS 2. So ist eingestellt und dann schleift die Maschine bis zum CIS 2. Sie haben es schon gesehen, dass bei den Stimmplatten sehr viel Handarbeit ist. Und wichtig ist am Schluss, die Stimmen richtig zu einstellen. Und es geht leider nicht anders wie mit dem Schleifen. Wie das in Praxis funktioniert, können Sie sich jetzt bitte anschauen. Ja, so schaut's aus, wenn auf der jede Stimmplatte ein Ventil drauf kommt, aus Leder und aus so Plastikkunststoff. Und der macht immer wieder zu und auf, dass der Steirische dann richtig klingen kann, weil der Steirische klingt auf Druck und Zug unterschiedlich. Deswegen braucht man dazwischen ein Ventil. Ja, zu einer guten Steirische kommt dazu auch ein guten Balk und die können bei Firma Harmonikas, bei Familie Titelbach perfekt machen, echt. Zu einem guten Balk gehört viele Sachen dazu, wie das die erzeugen, können Sie sich jetzt da auch anschauen. So klingen die Titelbach-Stimmplatten. Freilich noch besser klingen die, wenn die in Harmonika drin sind. Aber jetzt haben Sie mindestens gesehen, wie viel Arbeit steckt im Hintergrund, dass die Stimmplatten am Schluss endlich klingen. Und ganz wichtig ist, dass Sie auch wissen, es gibt mehrere Stimmplattenqualität.
Sie haben sicher schon gehört für Dural-Stimmplatten, Tipo Amano, Amano, Amano Nastrino, Amano Professionell. Diese Amano Nastrino habe ich gerade da bei mir, jetzt auf dem Tisch. Das sind die teuersten Stimmplatten, was die machen. Es ist alles handgemacht, handgeschliffen, dass die am Schluss fein klingen. Meine Lieben, bevor eine steirische klingt, da steckt im Hintergrund sehr, sehr viel Arbeit. Aber wisst ihr, was mich immer wieder freut? Es freut mich immer wieder, ein zufriedener Kunde zu sehen, der das gerne spielt. Und die Kunden, die das am Schluss sagen könnten, dass die Harmonika die Seele frei machen. So wie bei Südklang. Südklang macht die Seele frei. Liebe Grüße aus Louny, aus Tschechien, von Firma Harmonikas. Und ich wünsche euch alles, alles Gute. Wir sehen uns irgendwann, irgendwo wieder. Tschüss, Fürti und Papa. Südklang TV. Aus Liebe zur Volksmusik.